Hallo liebe Handarbeiterin und alle Helfer und Helferinnen der Aktion Schmetterlingskinder. Im heutigen Video geht es darum zu erklären, wie man Verschlussmechanismen bei Sternenkinderkleidung anbringen sollte, in welchen Abständen und in welcher Häufigkeit und wo sie überhaupt angebracht werden müssen und wieso sie so wichtig sind. Es gab dazu letztes Jahr schon ein Video, das wir jetzt aber im Zuge unserer Renovierung unseres YouTube-Channels im Prinzip rausgenommen haben und das jetzt noch einmal neu eben heute kommt. Und wir möchten noch ganz kurz erklären, warum es überhaupt so wichtig ist, Verschlussmechanismen auf Sternenkinderkleidung ausreichend eng zu setzen. Einfach deswegen, ihr könnt euch das einfach vorstellen wie bei einer Bluse für einen Erwachsenen oder auch ein Kind, einfach eine Bluse. Wenn eine Bluse nur ganz oben am Kragen und vielleicht dann wieder ganz unten oder auch nochmal in der Mitte einen Knopf hat, dann steht sie natürlich offen. Das heißt, sie wird nicht ausreichend zusammengehalten und man steht sozusagen im Freien. Es wird also die nackte Haut darunter entblößt und genau das passiert natürlich auch bei Sternenkinderkleidung. Vor allen Dingen eben bei diesen ganzen Schlafsäckchen und Einschlagtüchern, die nicht in Wickeltechnik sind. Und damit kommen wir direkt auch zum ersten Punkt. Diese Form der Einschlagtücher bzw. Schlafsäckchen, die diese Wickeltechnik haben, brauchen bis auf das Bindebändchen keine Verschlussmechanismus, weil sie sich im Prinzip durch die Wickeltechnik, und ihr könnt euch das gerne angucken, die Tage kam ja erst dieses Wickeltechnik-Video in den Channel, sich ja selbst sozusagen verschließen und hier auch mehrere Lagen sind, die das Sternenkind bedecken. Und dieses Bindebändchen ist im Prinzip nur, um eine Fixierung dieser Pogtechnik nochmal zu geben. Im Prinzip so, wie man einen Verband nochmal mit einem Leukoplast sozusagen anklebt und der ja aber durch das Wickeln auch schon einen relativ guten Sitz hat. So ist das auch so ein bisschen tatsächlich hier bei diesen Einschlagtüchern in Wickeltechnik. Da braucht ihr also keine Knöpfe, Bindebändchen, Camsnaps oder Klettverschlüsse oder ähnliches. Da reicht nur dieses eine Bindebändchen, dass man das eben ungefähr mittig hier platziert und dann ist okay. Und das geht für alle die, die in dieser Wickeltechnik also gefertigt werden. Also alle, die ihr aus einer quadratischen Decke fertigt. Anders ist es bei den zahlreichen Schlafsäckchenmodellen, die wir haben. Egal, ob es sich jetzt um so etwas wie den Schlafsack Joshua handelt oder um so etwas Butterfly oder Sternchen oder auch diese einfachen, dreifach geklappten Einschlagtücher, die wir haben. Wir haben letztes Jahr mal gesagt, wenn unten drunter noch eine Lage Stoff ist, müssen auch nicht so viele Verschlussmechanismen gesetzt werden. Das ist grundlegend natürlich immer noch gültig. Aber auch hier hat sich herausgestellt, dass es einfach besser ist, wenn man das Schlafsäckchen ausreichend verschließt, weil es einfach sicherer sitzt und weil es einfacher anzuwenden ist und einfach auch in der Umsetzung für die Hebammen besser ist. Deswegen ist es also wichtig, dass man, so wie das jetzt hier bei diesem Schlafsäckchen schön zu sehen ist, ausreichend Verschlussmechanismen über die Länge setzt. Das bedeutet, alle 2 bis 4 cm einen Verschlussmechanismus zu setzen, so wie man das jetzt hier ganz gut sieht. Hier haben wir also den ersten Knopf und etwa 3 cm unten drunter ist der nächste. Und so führt sich das fort. Hier haben wir zwischendrin nochmal ein Bindebändchen, etwa 3,5 cm, wieder weitere rund 3 cm unten drunter einen Knopf und sogar nochmal ganz unten sinnvollerweise auch nochmal nach ungefähr 4 cm einen weiteren Knopf. Und wir haben hier ein Schlafsäckchen, das ungefähr die Größe 2 haben dürfte. Ja, Größe 2, so mit 29 cm. Also egal in welcher Größe das jetzt gemacht wird, euer Schlafsäckchen, alle 2 bis 4 cm so einen Verschlussmechanismus setzen. Dann haben wir hier das Schlafsäckchen Joshua. Das ist ja nicht ganz offen. Das ist ja hier unten noch in Runden gestrickt und dann wird es hier oben erst offen. Aber auch da ist es wichtig, dass man diese Verschlussmechanismen setzt. Hier haben wir also auch nach 3. Hier haben wir dann das Bindebändchen wieder nach 3,5 und hier wieder nach 3,5 und da ist es dann ja im Prinzip schon zu. Und hier haben wir jetzt das eins von den Schlafsäckchen Butterfly bzw. Sternchen. Und hier wurden also auch die Verschlussmechanismen gesetzt. Das hält jetzt dadurch, dass es übereinander geschlagen ist zwar, aber ihr seht, hier sind die Verschlussmechanismen ziemlich weit auseinandergesetzt worden. In der Anleitung steht das nicht so hundertprozentig beschrieben, genau jetzt wo, weil es ja darauf ankommt, ob ihr eine Größe 1 oder eine Größe 3 macht. Bei Größe 1 braucht ihr natürlich viel weniger Verschlussmechanismen als bei Größe 3, aber in der Anleitung steht auch alle 2 bis 4 cm. Das ist hier anscheinend wirklich übersehen worden. Das heißt, wir haben hier 10 cm und weiter unten haben wir auch wieder fast 10 cm. Da jetzt aber dieses Schlafsäckchen
vom Aufbau her sehr gut schließt, ist es jetzt in diesem Fall nicht so das allergrößte Problem, aber es ist auch nicht optimal. Also hier wäre es auch besser, einfach hier und hier noch ein solches gehäkeltes Kordelchen zu setzen. Und es ist jetzt auch nochmal, um euch nochmal klar zu machen, es fragen uns auch immer wieder viele, warum schreibt ihr denn nicht einfach rein, setzt 10 Knöpfchen? Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Hier haben wir jetzt ein Schlafsäckchen Größe 1 und ihr seht auch hier wieder, nach 3,5 cm und hier nach 3 cm wurde ein Knopf gesetzt. Das heißt, mit 3 Knöpfen ist dieses Schlafsäckchen richtig gut und ausreichend verschlossen. Wäre jetzt dasselbe Modell aber in Größe 3 gefertigt worden, bräuchte man 5, 6, 7 oder sogar 8 von den Knöpfen. Deswegen haltet euch also bitte an diese Formel, alle 2 bis 4 cm. Wir möchten euch jetzt auch mal zeigen, warum das so wichtig ist. Hier haben wir ein weiteres Modell des Schlafsäckchens Butterfly Sternchen. Ihr seht, hier sind bis auf dieses eine Bindeband, was hier hinten angenäht wurde, das also eigentlich so gemacht wurde wie bei diesem Tuch in Wickeltechnik. Also wirklich im Prinzip hat dieses Band hat eigentlich überhaupt keinen Sinn oder nahezu keinen Sinn. Es gibt nur ganz, ganz wenig Halt und sonst sind überhaupt keine Bindebändchen gemacht worden und auch nichts zugenäht worden und nichts. Und jetzt zeigen wir euch kurz, was dann passiert, wenn wir jetzt unsere Hand da reinstrecken. Ihr seht also, nur dieses Bindebändchen und diese sehr gute Wickeltechnik, die das Schlafsäckchen an sich schon mitbringt, hält ein wenig. Aber im Prinzip klafft hier schon alles raus und hier würde im Prinzip auch die Beine vom Sternenkind alles raus. Also ihr seht, es hat überhaupt keine Haftung. Das heißt, zum Beispiel dieses Schlafsäckchen jetzt ist tatsächlich eines der Schlafsäckchen, die so nicht herausgegeben werden sollten, sondern die erst zu unseren Nachbesserinnen müssen, die dann hier alle 2 bis 4 cm einen Knopf, einen Druckknopf oder ein Bändchen anbringen werden oder vielleicht auch einen Klettverschluss, je nachdem, was sich eben anbietet. Und um zu gucken, habe ich genug Verschlussmechanismen gesetzt, einfach genau das machen, was wir eben hier auch gemacht haben, mal mit der Hand reingehen, ein bisschen die Hand bewegen, auch wenn sich die Kinder nicht mehr bewegen, sie werden ja bewegt durchs Halten und Heben und Bewegen der Personen, die sie halten. Einfach mal ein bisschen die Hand bewegen und wenn da alles dicht zusammenhält, ist es kein Problem. Jetzt probieren wir das mal hier bei dem hier, was auch nicht so viele Verschlüsse hatte. Ihr seht, das geht zwar, aber hier ist natürlich, hier kann es sich schon so ein bisschen auseinanderschieben. Es ist genug, sodass jetzt nichts passiert, aber es wäre natürlich noch sicherer, wenn ein, zwei Verschlüsse mehr drin wären. Und hier jetzt bei dem Joshua auch nochmal kurz, um es euch zu zeigen, passiert also auch überhaupt nichts. Hier unten seht ihr, klafft es jetzt so ein ganz klein wenig auf. Da hätte man also tatsächlich da unten sogar noch einen machen können zur Sicherheit. Das ist eben sowas, was man tatsächlich auch gar nicht durchs Messen sieht, sondern nur durch diesen Handtest. Und hier ist auch alles in Ordnung. Hier unten ist es jetzt aus irgendeinem Grund irgendwie nicht zusammengenäht oder nicht richtig verschlossen. Aber an sich ist es in Ordnung. Ich habe da eben einfach neben dran gegriffen. Ihr seht also, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr die Schlafsäckchen richtig verschließt und alle 2 bis 4 cm einen Verschlussmechanismus setzt. Wie gesagt, ihr könnt einen Knopf arbeiten, einen Druckknopf, einen Camsnap, ein Bindebändchen, aber das Bindebändchen bitte, wenn es irgendwie geht, nie hier im oberen Bereich anbringen, zumindest nicht, wenn ihr es gehäkelt oder gestrickt habt, weil man da einfach dann Abdrücke am Hals des Kindes kriegen kann, die dann in der Pathologie schon mal zum Verdacht Nabelschnurumschlingung führen könnten. Da wäre es also immer besser, ein Knöpfchen oder so oben anzubringen. Aber ansonsten, auch Satinbänder können natürlich benutzt werden. Vielleicht nicht in unmittelbarer Halsnähe es machen, wenn es sich vermeiden lässt. Es wird von uns auch nicht aussortiert, aber es sollte nicht gemacht werden. Nur bitte niemals gekordelte Schnüre verwenden und schon gar nicht aus festen Baumwollgarn, weil die wirklich zu viel Abdrücke hinterlassen. Falls ihr Fragen zu dem ganzen Thema habt, schreibt uns bitte eine E-Mail an info@klinikaktion.de. Wir helfen euch gerne weiter und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.